Langsam. Kenne ich dich? Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät. Makira! Friede sei mit dir! Kennst du ihn, Makira? Ich... Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell. Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abbess. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. Ziemlich clever, vor allem die Stimme plötzlich. Halt wie ein Eunuch, ne? Einfach ein Pool. Hier ist irgendwas Gelbes. Das größte Gemach. Das wird Kabihas sein. Was machst du da? Ha? Makira... Ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Oh, oh. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird. Du bist eine Kaharamana, oder? Die Schuhe. Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Oder willst. Da gäbe es schon etwas. Abbess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umal Walat. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Wo finde ich diese Farbe? Im Lagerraum. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Sie bekommt Mundgeruch davon. Aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira? Was gibst du mir dafür? Den Schlüssel zu diesem Gemach. Augenfarbe und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich will dir nichts sagen, aber sie hat doch schon Mascara und Lidschatten drauf. Oder Farbe für die Augen, ein Zaubertrank. Ernsthaft? Du, bitte sag, dass du Alkindi gelesen hast. Leider nein, Sayyidati. Oh. Heutzutage denn niemand mehr. Ich lese. Warum sollte ich Algebra lernen? Das werde ich nie brauchen. Du kommst gerade recht. Ich brauche eine ehrliche Meinung zu meinem Gedicht. Die 23. Strophe passt noch nicht. Was ist deine Strophe? Vergiss es, Kleingeist. Ist die Hand hier draußen? Also, was ist dieser Zaubertrank? Das war einfach. Verstehe. Alkohol.
größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. Ich habe Trank und Farbe. Dann hole ich den Schlüssel ab. Easy. Da oben stehst du. Basim wollte sich auch schminken. Bitte sehr. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Es geht um Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Der Garten und seine Geheimnisse, da geht es um Naturkunde. Ja, den Begriff für Biologie hatten sie damals noch nicht erfunden. Von wie soll ich denn jetzt hier rein? Ich kann mich ducken immerhin. Wie soll denn das hier gehen? Wenn hier einer steht. Said, hast du dich verlaufen? Du darfst nicht hier sein. Mord! Hilfe! Alarm! Ein Mörder! Nein, 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 nein! Wo ist das Buch? Aber wisst ihr, das Gute ist, wir haben ja schon alle getötet. Muss hier nur irgendwie reinkommen. Das ist das größere Problem. Oder auch nicht. Eines Kalifen würdig. Ich glaube, das waren die von der anderen Straßenseite, wollte ich schon sagen. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. Verzweifelte Maßnahmen. Sayidi, es tut mir leid, dass ich dich in deinem Refugium stören muss. Auch ich sehne mich nach den Bergen der Heimat. Doch nur Narren fliehen, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie sicher sind. Sollte diese Gefahr andauern, gibt es für uns beide keine Zuflucht. Ich habe Maßnahmen im Sinn. Ich bitte dich nur um dein Vertrauen, dass die Kosten dafür gut angelegt sind. Dein treuer Diener ebenso wie der des Kalifats. Okay. Ich wusste halt nicht, wenn ich den jetzt halt nicht umbringe, ob der mich dann verpfeift und wir alles nochmal machen müssen oder. Warte mal. Wir sind auch hier rausgekommen, oder? Wo sind wir rausgekommen? Ja.
Ich hoffe, dass ich hier zu dem Zimmer jetzt komme. Du stehst hier, weißt du? Ich muss jetzt an dir vorbeilaufen zu deinem Zimmer, um dir das Buch hinzulegen. Kannst du es nicht selber mitnehmen? Das ist dir zu gefährlich, ne? Mit dem Buch gesehen zu werden, ist schon klar. Ich mach das schon. Abu Abdullahs Ärger. Du! Kabiha mag Pünktlichkeit nicht wichtig gewesen sein. Aber ich bin nicht so nachsichtig. Verzeih, Farah. Es wird nicht wieder geschehen. Oh, wir müssen... Für dich heißt sie Sayyidati. Oder Umm al-Walad. Und nun an die Arbeit. Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? Du müsst jetzt das richtige Zimmer finden, aber sie hat gesagt, links. Denk zumindest, dass wir das richtige Zimmer finden müssen. Oh nö. Über die Welt, wie sie sein könnte. Schwestern. Farah, die Umm al-Walad, hat uns verboten, über die Aufständischen zu sprechen. Doch erkennt ihr nicht auch die Zukunft, die sie versprechen? Wir könnten durch die Welt jenseits dieser Mauern laufen. Kein Mann hier würde es wagen, uns aufzuhalten. Wir dürften ungebeten tanzen, singen, wenn uns danach zumute ist, und wären nicht die Dienerin oder Gefäße eines Mannes. Wir wären nicht mehr der Besitz eines Mannes. Unsere Körper, unsere Entscheidungen, unsere Schicksale würden uns selbst gehören. Vielleicht ist das hier doch nicht Marikas Zimmer? Schlang im Heiligtum. Als sie mich den Arm meiner Mutter entrissen, war der Gedanke an meine Schwestern mein einziger Trost. Die Vorstellung von einer Welt der Frauen, die meine Zuflucht und meine Stärke sein könnte. Und das war sie auch eine Zeit lang. Doch nun hat sich eine Seuche verbreitet. Die Grausamkeit und der Ehrgeiz, der die Welt außerhalb unserer Mauern beherrscht, hat auch hier Wurzeln geschlagen. Meine Schwestern sind zu Schlangen verkommen. Ich möchte nicht zum Raubtier werden, doch ebenso wenig möchte ich ihr Opfer sein. Hä? War das nicht hier das Zimmer? Meter. Geradezu? So, geradezu und dann links. Das kann natürlich noch sein. Bitteschön. Viel Spaß. Hoffentlich fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein. Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. So, jetzt aber. Oder sie hat den Schlüssel gar nicht, das kann auch sein. Du wolltest mich nur verführen jetzt. Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt... Und? Sind meine Augen größer? Oh, sie hat den Trank getrunken. Riesig. Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ja, ich kenne diesen Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte, erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Dann gehört der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Oh, das... Langsam reicht's. Im Kampf mit dem Emir von Berda. 38. Hab ein Speer in den Rücken bekommen. Hatte großes Glück, da ich... Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss... Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich habe nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Ich wäre jetzt auch sauer gewesen, wenn wir jetzt noch mehr hätten machen müssen, um in dieses Zimmer zu kommen. Eine Karte des Kalifats.
und von Alamut. Ja, sollte nicht mal so ein Alkohol erfunden werden, der nur so 10 Minuten anhält? Ozeanwüste, Kobra, Taube. Taube wie das Meer, ich versüße deinen Stürmen? Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube, dann komm in mein Nest. Wohin du auch gehst, so folge ich dir. Wo immer du ruhst, dort ruhe mit mir. Ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Blut drin. Aber an wem? Es ist dieses Parfüm mit Eisennote, was wir letztens hatten. Eine Haarnadel. Nynx. Wann hat Kabiha die bekommen? Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabiha selbst. Was ist geschehen? Karach wurde vergessen. Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nazarene? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre. Ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk. Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges. Nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna. Schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Das macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Und wir sind voll drauf reingefallen, ne? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Wir ziehen uns erstmal wieder um. Wir sind voll drauf reingefallen. Okay, wartet. Ich habe jetzt 4 Fertigkeitspunkte, ne? Ich brauche noch einen. Ja, für das hier. Okay. Wir haben Storyquest gemacht. War eigentlich gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war das. Dann machen wir das jetzt. Sei meine Augen, wie du.
Und habt ihr das übrigens gerade gesehen? Als ich die Eunuchenverkleidung, das Eunuchen-Outfit, die Tunika, geklaut habe, habe ich eine Trophy bekommen. Die erste und einzige heute bisher. Beshi schickt mich. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Ich kenne dich nicht. Soll ich dir nur auf dein Wort hin vertrauen? Hast du eine andere Wahl? Na schön. Ich weiß, wie man aus der Stadt kommt. Aber lass dir gesagt sein, ich habe Augen im Hinterkopf. Also versuch nicht, mich zu enttäuschen. Das werden schon andere versuchen, keine Sorge.